So, hi und herzlich willkommen hier in diesem neuen Video und heute mal mit wirklich einem ganz, ganz speziellen Format. Und zwar habe ich gesagt, wir nehmen jetzt dieses Video auf, weil ich letztens einen Instagram-Post gemacht habe und euch gefragt habe, was wollt ihr eigentlich so auf YouTube sehen und so weiter. Und es haben echt erstaunlich viele drunter geschrieben, wir sollen einfach mal ein Verkaufsgespräch nachstellen und so weiter. Und genau deswegen habe ich mir gedacht, wenn es um das Thema Verkauf geht, dann muss ich wirklich hier den absoluten Experten mit ins Video holen, den Patrick. Und wir werden jetzt gleich mal so auf seine drei Top-Verkauf-Tipps eingehen und werden dann anhand von Beispielen auch nochmal zeigen, wie man diese Verkaufstipps anwenden kann. Also wirklich, wir stellen ein Kundengespräch nach und werden dann zeigen, wie man mit diesen Tipps gerade im Kundengespräch als Coach, als Dienstleister, als Social Media Agentur hier wirklich richtig gut, sage ich mal, die Kunden closen kann. Deswegen, ich will gar nicht lang drum herum reden. Patrick, vielleicht haust du jetzt mal im Vorhinein schon mal die drei Tipps raus und dann würde ich sagen, wir gehen direkt in die Beispiele rein und schauen dann letztendlich, dass sie das auch wirklich richtig gut alles nachvollziehen können. Deswegen, deine drei Tipps. Jo, auf jeden Fall. Heute gehen wir auf Bedarfsanalyse ein. Dann komplett den gemeinsamen Feind rausfinden und dann wirklich Einwandbehandlung. Das sind die drei wichtigsten Themen, die jeder zum Start haben sollte, wissen sollte, um natürlich da wirklich im Vertrieb gleich wirklich durchstarten zu können. Yes, deswegen, da haut auch jeder immer irgendwelche Verkaufstipps raus oder so. Deswegen, diese drei Verkaufstipps habe ich mir selbst auch nochmal reingezogen, habe sie selbst angewendet. Und das Witzige ist, auch die Leute bei uns im Coaching beispielsweise. Der Patrick hat einfach auch nochmal diese drei Tipps, gerade auch für Leute, die gerade starten, hat sie ihnen verinnerlicht und auf einmal, zack, direkt die Kundengespräche weggeclosed. Und von dem her würde ich sagen, wir gehen jetzt auch direkt ins erste Beispiel rein. Let's go! Yes, let's go! Herr Müller. Hallo, grüß Sie, Herr Weiß. Hat mich gefreut, dass Sie jetzt so schnell Zeit gefunden haben, auch nochmal für mich. Ebenfalls gerne, freut mich auch. Genau. Auch meinerseits vielen Dank für den kurzfristigen Termin. Sehr, sehr gerne. Gehen können. Yes, ich bin wirklich mal gespannt. Ich habe ja, wie Sie wissen, wirklich ein gut laufendes Café momentan. Und yes, ich war wirklich, sage ich mal, inspiriert auch irgendwo von Ihrer E-Mail, dass Sie mir helfen können, neue Kunden zu generieren. Auch das mit dieser Mitarbeiterkrise war nicht sehr gut. Da wollte ich jetzt mich einfach auch mal ein bisschen näher erkundigen, wie das bei Ihnen so aussieht. Gerne. Also für mich wäre es auf jeden Fall mal sehr wichtig, dass wir im ersten Step mal durchgehen. Was haben Sie denn schon alles so gemacht im Online-Bereich? Das heißt, machen Sie aktuelle Werbung? Was haben Sie so im Online-Bereich schon gemacht? Generell mache ich viel Zeitungswerbung momentan. Okay. Wir haben jetzt auch mal ein bisschen angefangen, aber auch nicht wirklich professionell Google-Ads zu schalten. Mhm. Und ansonsten geht aber wirklich alles in Zeitungswerbung und Flyer raus. Okay, wie viel geben Sie da im Monat so aus, wenn ich fragen darf? Circa 5000 Euro, ja. Zeitungswerbung insgesamt mit Google? Insgesamt, ja. Also insgesamt. Mhm. Wie sind da so die Resonanzen aktuell bis jetzt? Ist ein bisschen schwierig. Ich habe da ja auch einen Beauftragten bei mir in der Firma drin, aber ich würde schon sagen, dass es sich tendenziell rechnet, ja. Okay, haben Sie da genaue Zahlen, auch von den Google AdWords? Was machen Sie da genau? Schalten Sie da aktiv Anzeigen für Bekanntheit, Reichweite oder machen Sie da auch Gutscheinaktionen? Ja, wir schalten ganz normal Anzeigen an die Leute, die halt in der Umgebung sind und beispielsweise nach einem Café suchen und so weiter. Und in der Zeitung, da bewerben wir aktiv teilweise Gutscheine und so weiter. Wobei ich hier auch ganz klar sagen muss, dass tatsächlich nicht so viele Leute mit diesem Gutschein in mein Café kommen. Okay, also Zeitungswerbung bei Ihnen nicht so? Ist die Frage, man kann sich eins zu eins irgendwo sehen. Ich glaube tendenziell, es rechnet sich. Okay, weil bei unseren Kunden ist es aktuell auch so. Also ich weiß auch, viele, die Zeitungswerbung machen und da haben wir im Endeffekt das Ganze in den Online-Bereich gebracht. Das heißt, aktiv Werbeanzeigen, Facebook auch, haben da wirklich das Budget auch senken können. Ja. Und ich denke, bei Ihrem großen Budget, was Sie da auch aktuell einsetzen, das war auf jeden Fall da bessere Resonanzen auch erzielen können. Denken Sie? Und da auf jeden Fall mehr rausholen können. Auf jeden Fall. Deswegen ist es für mich jetzt auch so wichtig gewesen, da mal ein bisschen Anhaltspunkte, wie viel Budget Sie überhaupt aktuell auch schalten, damit wir schauen können, wie kann man natürlich das bestmöglichst optimieren, reduzieren, auch eventuell, um natürlich noch mehr Erfolg und noch mehr Qualität da reinzubringen. Okay. Das war für uns im ersten Step sehr wichtig. Ja, ich weiß halt nicht, ob meine Zielgruppe auch gerade so wirklich auf Social Media, Facebook überhaupt vertreten ist, weil wir haben auch viele ältere Leute und so weiter. Ich weiß nicht, ob da vielleicht die Zeitungswerbung nicht tendenziell besser ist.
Also Facebook ist perfekt für die Zielgruppe, ich sag mal so bis 25 Jahren ist so Instagram, ab 25 Jahre ist wirklich Facebook. Und wenn man sich mal die Statistiken oder Auswertungen ansieht, es wird immer stärker, auch die älteren Klientel, die kommen jetzt immer mehr auf Facebook rüber. Wir haben natürlich da auch komplette Zielgruppenauswertungen, was wir machen können, haben wir auch bei bestehenden Kunden gemacht. Ich habe da auch schon mal ein bisschen was vorbereitet für Sie von der Zielgruppenauswertung. Wenn Sie sehen, im Endeffekt im Durchschnitt ist so das Alter bei 50 Jahren hier bei Ihnen im Umkreis, wo wir im Endeffekt direkt angreifen können, sage ich jetzt mal, die wirklich am Café, Restaurants interessiert sind. Deswegen würde ich da auf jeden Fall Ihnen empfehlen, hier wirklich Facebook-Werbeanzeigen zu schalten, um da wirklich auch mehr Resonanz zu erzielen. Die Frage ist natürlich auch immer für uns, was wollen Sie ungefähr erreichen? Das heißt, wie viele Leute möchten Sie denn im Monat überhaupt reinholen in das Ganze? Tendenziell geht es mir eher darum, dass ich sage, okay, ich investiere diesen Betrag beispielsweise von 5.000 Euro und sehe halt, okay, aus den 5.000 Euro werden 10 beispielsweise. Es wäre natürlich optimal, das Ganze zu verdoppeln. Deswegen ist es schwierig, das so an die Zahl festzumachen. Und mir geht es halt eigentlich auch darum, an den Tagen das Café voll zu machen, an denen halt zum Beispiel schlechtes Wetter ist und so weiter. Absolut, also das machen wir auch bei bestehenden Kunden im Endeffekt so. Das heißt, wir holen oder machen spezielle Gutscheine auch, genau für die Tage, wo wirklich nicht so voll ist. Ich sag mal so unter der Woche auch meistens, wo die Leute in der Arbeit sind, wo man dann wirklich gezielt auch vielleicht auch mal auf Rentner geht, sag ich jetzt mal, da gezielte Aktionen machen, vielleicht auch so Nachmittag Kaffeekränzchen. Da gezielt die Zielgruppe ansprechen und natürlich da auch wirklich das Größtmögliche rauszuholen für Sie. Okay, das hört sich ja wirklich schon mal ganz gut an. Sehr gut, sehr gut. Gibt es denn von Ihrer Seite her grundsätzlich noch irgendwelche Fragen? Nein, ein Test ist es ja letztendlich wert. Genau, also wir machen es immer so im Endeffekt, den ersten Monat komplett auf Probe. Das heißt, Sie haben da wirklich absolut kein Risiko. Cool. Nicht so wie bei anderen Eigentümern, im gleichen 12-Monats-Vertrag sehen wir immer sehr gut. Das heißt, von daher haben Sie im Endeffekt null Risiko. Nach dem Monat sitzen wir uns zusammen, schauen, okay, wie können wir gemeinsam auch das langfristig ausbauen, haben wir die Ziele erreicht, was wir jetzt dann vereinbaren und so gehen wir da im Endeffekt vor. Das heißt, wir würden Ihnen jetzt ein Konzept fertigstellen, würden Ihnen den Vertrag im Endeffekt zusenden und dann können wir auch direkt starten. Hört sich gut an, weil im Endeffekt würde ich die 5.000 Euro ja sowieso ausgeben. Ich würde sagen, Test ist es jetzt wirklich mal wert, auch gerade in die Digitalisierung zu gehen, wobei ich echt sagen muss, dass ich jetzt auch vor dem Gespräch nicht wirklich davon so überzeugt war, auch was die Zielgruppe angeht. Aber ich würde sagen, wir testen das Ganze jetzt mal. Absolut, machen wir so. So, erstes Beispiel vorbei jetzt auch. Die Bedarfsanalyse ist durch und ich bin ein lokaler Kaffeebetreiber und ich war grundsätzlich erstmal ein bisschen schlecht gegenüber Social Media und der Digitalisierung generell eingestellt. Patrick, was hast du mit mir gemacht? Ich habe den Gemeineffekt umgepolt, erstmal eine Bedarfsanalyse, das heißt, den Spieß umgedreht, ich habe das Gespräch geführt, habe dir im Endeffekt gezielte Fragen gestellt, um herauszufinden, okay, welches Budget habt ihr aktuell, was macht ihr aktuell an Online-Marketing-Maßnahmen und im Endeffekt das komplett analysiert und dann geschaut, okay, wo können wir aufbauen, was können wir denn machen, können wir was reduzieren, wie können wir das Ganze aufbauen. Das ist nämlich der erste Step, wenn ihr keine Informationen habt, wenn ihr nicht wisst, wo könnt ihr ansetzen, was macht der Kunde aktuell, dann seid ihr im Endeffekt immer der klassische Verkäufer, der dem Kunden irgendwas verkaufen will, was er vielleicht gar nicht braucht und wir drehen im Endeffekt den Spieß komplett um. Ja, das ist oftmals, was mir auch bei den Kundengesprächen selbst echt aufgefallen ist, dass die Leute tendenziell teilweise Budget haben, man muss sich bloß irgendwo freischaffen, dass man wirklich fragt, hey, wo steckt ihr denn euer Budget rein und auf einmal merkt so ein Typ wie ich, boah, ich habe ja eigentlich Budget und ich gebe es sowieso aus, deswegen probiere ich es halt. Genau, vor allem, wir haben ja das auch so gemacht im Gespräch mit dem Probemonat, sage ich jetzt mal. Das ist halt auch eine geile Sache, weil im Endeffekt hat er kein Risiko und wir können auch im ersten Monat gleich Budget abzwacken, zum Beispiel jetzt von dem 5.000 Euro Budget. Ja. Das ist halt wirklich super. Ja, was ich auch gemerkt habe, ist, dass der Patrick jetzt bei mir persönlich auch viel Zustimmung geholt hat, viele Ja's gesammelt hat. Da habe ich persönlich auch die Erfahrung schon öfter gemacht, dass ein Kunde schon gesagt hat, nein, er will es nicht machen. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss mir jetzt in dem Moment viele Ja's und viel Zustimmung holen, um das Ganze noch zu drehen. Das hat mir immer sehr viel geholfen. Und du hast es letztendlich auch von Anfang an irgendwo gemacht. Du hast ja die Ja's geholt, absichtlich so. Genau. Ja. Sehr, sehr cool. Geil, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt gleich ins Beispiel 2. Das war... Jetzt gehen wir im Endeffekt auf den gemeinsamen Feind ein und zeigen euch, wie man im Endeffekt den ermittelt
und wie man dann sein Produkt oder seine Dienstleistung darüber verkaufen kann. Ab ins Beispiel 2. So, Herr Weiß, wie zufrieden sind Sie denn aktuell mit der Zeitungswerbung? Zeitungswerbung, ich muss sagen, wir stecken wirklich sehr viel Budget da rein. Was ich jetzt einfach so ein bisschen gemerkt habe, auch gerade in letzter Zeit, ist, dass wir dann doch relativ viel Streuverlust haben, weil unsere Zeitung nicht unbedingt so extrem lokal ist, sondern halt auch ziemlich weit streut. Okay. Und ich dadurch halt eben gemerkt habe, hey, die Leute, die ich irgendwo in den ganz anderen Orten irgendwo anspreche, ja, die haben vor Ort eben auch einen Kaffee und es bringt mir eigentlich relativ wenig. Ich bin der Meinung, ich bräuchte halt wirklich Kunden hier vor Ort. Deswegen, was mich bei der Zeitungswerbung auch gerade so ein bisschen nervt, ist dieser extreme Streuverlust. Okay, absolut verständlicherweise. Wir haben das gleiche Problem aktuell auch bei bestehenden Kunden gehabt im Endeffekt. Und denen haben wir da auch geholfen. Ja. Das Problem ist ja auch wirklich, meistens reicht ja eine Zeitung nicht, um die komplette Reichweite abzudecken. Mhm. Das ist, glaube ich, auch der größte Problem, vor allem bei Ihnen mit dem Streuverlust natürlich auch, weil man im Endeffekt die Zielgruppe ja nicht greifen kann oder das Endergebnis. Mhm. Deswegen können wir natürlich mit unserem Facebook-Werbeanzeigen, wo wir Ihnen gezielt die Zielgruppe targetieren können gezielt auswählen, okay, 40 Kilometer Umkreis zum Beispiel, wollen Sie Werbung schalten, können wir das machen. Und das Gute ist auch gegenüber der Zeitungswerbung, das wird nicht nur einmal ausgespielt, sondern wir können das ein ganzes Monat ausspielen, mit einem geringeren Budget natürlich auch, wie Sie mit Zeitungswerbung im Ganzen haben, was Sie vorhin ja schon im Endeffekt erwähnt haben. Und deswegen können wir da auf jeden Fall angreifen und können das da gezielt durchführen für Sie. Ja, das hört sich gut an. Bedeutet also wirklich, ich nutze eigentlich diese 5.000 Euro viel, viel effektiver, oder? Absolut. Vor allem, wir können auch immer optimieren. Das heißt, wenn Sie sagen, okay, in dieser Woche haben wir die Aktion und in der zweiten Woche haben wir die Aktion, können wir das einfach tauschen für Sie. Das läuft unter einer Kampagne, das sind keine Mehrkosten für Sie. Ja. Das heißt, Sie haben da auch eigentlich wieder einen Vorteil. Bei der Zeitung können Sie ja nur eine Kampagne schalten, die wird einmal eingespielt quasi. Müssen das halt dann immer wieder ändern und müssen halt für alles wieder das gleiche zahlen. Ja. Und bei uns läuft es im Endeffekt über den gleichen Preis durch. Mhm. Ja, ich merke schon, wirklich Zeitungswerbung ist momentan bei uns nicht das Effektivste. Merke ich auch gerade durch sowas wieder. Genau, also ich würde da einen kleinen Teil von dem Budget auf jeden Fall nehmen. Mhm. Stecken wir hinter die Werbeanzeigen, machen ein komplettes Konzept fertig. Ich schicke Ihnen den Vertrag zu und dann starten wir einfach. Ja, probieren wir aus. Gerne. Perfekt, freut mich aber jetzt. So, Beispiel 2 ist durch der gemeinsame Feind und der gemeinsame Feind ist generell ein ziemlich cooles Marketing-Tool an sich. Ihr kennt selber auch beispielsweise die ganzen Rapper, die immer Beef untereinander machen und so weiter. Und warum machen die das? Natürlich großteils als Marketing, weil natürlich, wenn die Rapper wen haten, dann haten die ganzen Fans mit. Absolut. Und dieses, ja, der gemeinsame Feind ist wirklich eine Sache, die eigentlich wirklich sehr, sehr überzeugend ist und die Leute immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, aneinander bindet. Und deswegen, du hast jetzt auch bei mir, sag ich mal, den gemeinsamen Feind herausgefunden, oder? War in dem Fall die Zeitungswerbung, das zu hohe Budget. Wir haben natürlich gewusst, okay, im Hintergrund, was können wir optimieren, was können wir machen. Haben im Endeffekt nochmal den Proof geholt, dass wir das auch bei Kunden schon durchführen. Haben nochmal erklärt, was der klare Vorteil ist. Und im Endeffekt hast du dir das ja eigentlich selber rübergebracht dann oder nochmal selber bestätigt und hast das sofort gemerkt, okay, ergibt Sinn und wir können da auf jeden Fall die Werbung viel öfter und gezielter ausspielen. Das ist ja der Sinn an der ganzen Sache. Im Endeffekt suchen wir das raus und in dem Unterbewusstsein von dem Kunden überlegt er und sieht er selber, okay, das macht ja eigentlich viel mehr Sinn und deswegen können wir da auf jeden Fall einen Probemonat starten. Ja, genau. Deswegen würde ich euch auch immer empfehlen, im Gespräch rauszufiltern, hey, was ist eigentlich so dieser Feind, ist ihr gemeinsamer Feind, auch wenn ihr teilweise selber gar nicht unbedingt zustimmt, nutzt es trotzdem, weil es einfach extrem gut funktioniert. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt auch direkt in den nächsten Punkt rein und zwar auch ein sehr, sehr cooler Punkt, die Einwandsbehandlung, genau. Oder? Und ich würde sagen, wir springen jetzt auch direkt ins nächste Beispiel. So, Herr Weiß, jetzt haben wir eigentlich alles mal so weit durchgesprochen. Jetzt geht es mir darum, passt es so für Sie oder haben Sie grundsätzlich noch Fragen? Ja, also grundsätzlich, was ich mir jetzt auch so ein bisschen überlegt habe, so während dem Gespräch, war jetzt tatsächlich, ob ich das Ganze nicht auch selbst machen kann. Also ich bin jetzt auch, sag mal, ich bin ja auch noch relativ jung und so weiter. Ich habe auch schon die ein oder andere Fortbildung gemacht. Und ich glaube halt generell, ja, würde ich da jetzt auch ein bisschen Zeit und so weiter reinstecken, dass ich dort auch in diesem Bereich gute Ergebnisse erzielen könnte, dort auch meinen Laden füllen könnte.
Und ich bin mir dementsprechend nicht so sicher, ob ich da extern wirklich nochmal Geld investieren sollte. Und ja, das ist so ein bisschen mein Problem aktuell. Absolut verständlicherweise. Aber mich stellt sich natürlich die Frage, haben Sie überhaupt generell die Zeit oder wie viel Zeit können Sie denn überhaupt aufwenden, um da wirklich aktiv auch die Kampagnen betreuen zu können? Ja, bei mir ist es so, ich selbst habe jetzt eben nicht so viel Zeit, aber die Maria, auch meine Mitarbeiterin, die würde ich halt so ein bisschen anlernen, die soll dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit da reinstecken und dann denke ich, können wir das intern theoretisch auch schon ganz gut so irgendwo bedienen. Okay, hat die dann Weiterbildungen auch in dem Bereich oder was hat die für einen Stellenwert auch in der Firma, sage ich jetzt mal? Ist sie direkt im Marketing? Nicht wirklich, sie ist halt auch ganz normal, sage ich, angestellt bei mir und ich würde halt so ein bisschen mal eine Art kleinen Crashkurs geben. Ich kenne mich jetzt auch nicht wirklich richtig gut aus, aber ja, ich würde halt mal ihr ein bisschen was zeigen, so dass wir da wenigstens schon mal losstarten können. Okay, glauben Sie dann, Sie können da wirklich den maximalen Erfolg erzielen, den Sie haben möchten? Jetzt wenn ich mal ganz normal sage, okay, von der Skala von 0 bis 10, wie würden Sie sich da einschätzen, was Sie ungefähr selbst leisten könnten? Vielleicht so eine 6, also wie gesagt, wir sind nicht die absoluten Experten da drin oder so. Aber ich denke mal, für den Start könnte man schon ein bisschen was machen da. Okay, glauben Sie, eine 6 reicht, wenn man auch die Mitbewerber in dem Bereich aktuell ansieht? Ja, aktuell haben die Mitbewerber noch nicht wirklich Social Media auch bei uns in der Umgebung. Genau, deswegen würde ich da auch wirklich ansetzen und würde sagen, okay, Sie wollen ja nicht nur eine 6 sein, Sie wollen ja eigentlich nur eine 10, Sie wollen ja auch eine 10 sein, sage ich jetzt mal. Mhm. Auch für das langfristige Business natürlich, um wirklich das Maximum rauszuholen, sie da wirklich perfekt zu platzieren. Deswegen, von meiner Seite her wäre natürlich der Vorschlag, da einen Probemonat zu starten. Sie haben da auch wirklich null Risiko. Ja. Und dann sehen Sie ja nach dem Monat, wie es läuft. Wir setzen uns zusammen, wir schauen, haben wir die Ziele erreicht im Endeffekt. Und dann können wir auch wirklich den maximalen Erfolg für Sie garantieren. Okay, ja, das mit dem Probemonat finde ich ganz gut. Bei mir ist halt auch aktuell budgettechnisch so, dass ich sage, okay, Ihre Dienstleistung ist für mich jetzt aktuell echt ein bisschen teurer. Wir haben jetzt auch noch ein paar, oder ein bisschen zu teuer. Wir haben jetzt auch noch ein paar Investitionen, die wir tätigen müssen und ja, deswegen habe ich die halt auch gerade immer noch so ein bisschen Einstiegshürde. Okay, woran machen Sie das fest, dass es zu teuer ist aktuell, die Dienstleistung? Ja, weil wir halt gesagt haben, okay, wir sind zwar aktuell bei den 5.000 Euro Marketingbudget, wir würden es aber gern reduzieren irgendwo und wollen da halt jetzt aktuell auch andere Kosten mit bedienen, neue Mitarbeiter und so weiter. Okay, aber mit unserer Dienstleistung, habe ich Ihnen ja vorher erklärt, können wir im Endeffekt ja eine Kostenreduzierung erzielen. Sind Sie da nicht interessiert dran, so als Unternehmer natürlich eine Kostenreduzierung zu erzielen? Klar, grundsätzlich schon, aber ich habe tatsächlich nicht nur von ein paar hundert Euro gesprochen, sondern ich meine wirklich vielleicht das Marketingbudget sogar um 50% zu verringern. Und dementsprechend würde das wahrscheinlich auch bei Ihnen so ein bisschen das Budget. Das würden wir auf jeden Fall hinbekommen. Im Endeffekt müssen wir ja nur das Budget verschieben, sage ich jetzt mal aktuell, was hier in Zeitungswerbung stecken, dass wir da einen Teil nehmen, auf jeden Fall in unsere Dienstleistungen reinpacken. Okay. Und da auch bessere Ergebnisse, dann können wir nämlich erst eine Kostenreduzierung für Sie auch erzielen und Sie haben natürlich auch bessere Ergebnisse. Aber denken Sie, dass ich tatsächlich mit den 2.500 Euro trotzdem bessere Resultate erzielen kann mit Online-Marketing wie jetzt mit 5.000 Euro Zeitungswerbung? Absolut, weil wir im Endeffekt gezielt da auf die Zielgruppe zugehen können, wir können optimieren, wir können alles auswerten. Ja. Das heißt, Sie haben da eigentlich wirklich einen sehr großen Vorteil dadurch. Okay, und jetzt ist es ja so, ich schalte ja auch im Bereich Google Ads ein bisschen Werbung und so weiter. Ich denke mal, gerade als lokales Unternehmen, ob es nicht lieber klug wäre, hier nochmal eine externe Agentur eben auch noch mit reinzunehmen, die auf Google Ads spezialisiert sind, um das Ganze halt auch zu bedienen. Wurde ich auch schon mal ein bisschen beraten, dass es ganz gut sein soll. Okay, haben Sie da schon Erfahrungen gemacht oder wieso denken Sie, dass es besser wäre wie Facebook? Ja, weil Google eigentlich ein Tool ist, was viele Leute halt benutzen, und gerade wenn sie aktiv danach suchen. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist eigentlich relativ wichtig, da vielleicht auch was zu machen. Ja. Sie sagen es ja gerade, aktiv danach suchen. Sie wollen ja eigentlich die abgreifen, sage ich jetzt mal, die nicht aktiv danach suchen, sondern die wirklich auch Interesse haben an Restaurants, an Cafés, die wir direkt erreichen können, nicht nur wenn die suchen. Weil ich habe mir Ihr Google-Profil angesehen. Sie kommen sowieso in Google auf der ersten Seite, im Endeffekt werden da gut gefunden. Ja. Wir können den Traffic ja von Ihrer Seite sehr gut nutzen, die organisch draufkommen und können im Endeffekt den direkt über die Werbeanzeigen spezielle Angebote ausspielen, was natürlich ein klarer Vorteil für Sie wäre. Okay. Und das, denke ich, wäre das Bestmöglichste aktuell in Ihrer Situation. Ja, okay, gut.
Ja gut, im Endeffekt ist es ja so, ich habe bei Ihnen auch einen Probemonat. Genau. Ich habe mich davon ja mal überzeugen lassen. Und ja, dann würde ich sagen, dass wir das Ganze vielleicht tatsächlich jetzt dann auch mal testen werden. Ja. Sehr gerne, also Sie werden es auf jeden Fall nicht bereuen. Dann würde ich Ihnen das Konzept fertig machen und schicke Ihnen den Vertrag direkt zu. Bin gespannt, sehr gut. Sehr schön, freut mich. So, das Thema Einwandbehandlung sind wir jetzt auch nochmal durchgegangen. Ich bin jetzt in dem Fall mit den drei Top-Einwänden noch irgendwo gekommen. Einmal, hey, ich bin ein junger, dynamischer Typ. Ich kann das Ganze eigentlich letztendlich auch irgendwo selbst machen. Das zweite war auch nochmal das Thema mit dem Preis. Und das dritte war auch irgendwo nochmal so eine Ausweichmöglichkeit, dass ich sage, okay, hey, ich soll mir nicht lieber das Geld in Google Ads stecken und so weiter. Und yes, Einwandsbehandlung ist wirklich eigentlich ein wichtiges Thema. Absolut. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz so einen Top-Tipp zum Bereich Einwandbehandlung sagen? Genau, also das Thema ist ja, die meisten Vertriebler gehen immer sofort auf den Einwand ein, fühlen sich im Endeffekt angegriffen und gehen da direkt drauf ein, versuchen sich da recht zu fertigen. Das ist natürlich ein großer Fehler, weil der Gegenüber führt natürlich dann das Gespräch, man verliert im Endeffekt den Faden. Und deswegen ist es sehr wichtig, erstmal Gegenfragen zu stellen und zu schauen, okay, wieso meint er überhaupt, dass es zu teuer ist? Wieso zum Beispiel meint er, dass sie es besser machen können? Oder wieso meint er, dass Google Ads zum Beispiel besser sind? Wir wissen es ja nicht. Und wenn wir die Information wieder haben, können wir im Endeffekt das wieder rüberbringen. Habt ihr gesehen, im Endeffekt, ich habe die Information gesammelt und habe ihm das dann erklärt, wieso es besser ist, zum Beispiel jetzt Facebook Ads zu nutzen, was das für Vorteile hat. Das heißt, erstmal die Gegenfrage gestellt und dann wirklich nochmal drauf eingegangen. Ja. Fand ich persönlich auch wirklich sehr, sehr gut. Ihr könnt gerne mal auch unten in die Kommentare schreiben, was so bei euch im Bereich Social Media Agentur, Online Marketing Agentur, Werbeagentur, was weiß ich, so die Top-Einwände sind. Schreibt die gerne mal unten rein, weil dann können wir dazu auch gern einfach mal noch ein Video machen. Absolut gerne, ja. Generell, wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn wir viele Daumen nach oben bekommen, werden wir auch nochmal so Kundengespräche nachstellen. Wir werden dann wirklich nochmal individuell auf eure Fragen darauf eingehen, was bei euch, sage ich mal, in den Kundengesprächen immer so das Problem ist. Und was ich mir wünschen würde, wirklich, dass ihr euch diese drei Top-Sachen rausschreibt und versucht aktiv anzuwenden. Und mich würde sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach uns mal auf unseren Socials, dem Patrick Müller, den wir auch hier nochmal verlinken, oder mir auf Instagram eben schreibt, hey, was sind eure Resultate dadurch gewesen? Und yes, das würde uns auf jeden Fall freuen. Ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Für mehr Content abonniert sehr, sehr gerne den Channel. Da wird noch sehr viel im Bereich Online-Marketing, ja, Vertrieb, teilweise auch mit dem Patrick kommen. Er wird jetzt auch seinen eigenen YouTube-Channel starten. Und von dem her gerne den Channel abonnieren. Dann würde ich sagen, Leute, ihr seht schon, wir haben es schon ein bisschen später. Wir werden jetzt noch ein bisschen arbeiten. Wir sind im nächsten Video. Bis dahin, euer Max und Patrick. Yes. Ciao. Ciao.